Männer und Frauen, die alleine sind und durch Scheidung, Tod des Partners und dann auf einmal eine Anfrage bekommen, eine nette Anfrage und es anfängt, also die dann anfangen zu checken und die sich, die ganz in, darin aufgehen, dass sie morgens, mittags und abends immer mal wieder liebe Worte hören, was sie schon lange nicht mehr gehört haben. Guten Tag, liebe Annette. Schön, dass ich dich wieder mal sehe nach all den Wochen. Es war ja einiges los bei uns, ne? Erstmal schlechte Internetverbindung, dass unsere Aufnahmen alle nichts geworden sind, leider. Ja. Und dann gab es Fernsehaufnahmen für irgendwann in ferner Zukunft. Mehr verraten wir Ja. hier natürlich nicht. Und jetzt haben wir uns wieder ein neues Thema ausgedacht. Und da möchte ich wirklich betonen, das, was wir sagen, gilt nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Definitiv. Auch wenn wir überwiegend immer von Frauen sprechen, weil wir kennen mehr Frauensituationen als Männersituationen. Kann sein, dass die Männer sich nicht melden. Das kann alles sein. Vielleicht schämen die sich auch mehr als Frauen im Moment und denken, wie konnte mir das nur passieren? Aber irgendwann, ihr Männer, geht ja auch alle nach vorne und sagt, Leute, das ist mir passiert. Jungs am Stammtisch, jetzt hört doch so auf zu grölen. Guck mal, dem Fritz ist das passiert, dem Otto ist das passiert und dem Jens gestern noch. Also, kommt alle zusammen, wir schaffen das auch zusammen. Ja, Annette, aber jetzt fangen wir erstmal an und überlegen uns mal, wie leben eigentlich die Menschen hier in Deutschland, Belgien, die auf so Betrüger reinfallen? Was sind das für Menschen? Wie leben die? Haben die was Besonderes an sich, dass die Betrüger so anziehen oder reinfallen? Keine Ahnung. Also, es ist Fakt, dass überwiegend Personen, Männer sowie auch Frauen, auf Betrüger reinfallen, die ihren Partner verloren haben. Sei es durch einen Todesfall, durch eine Scheidung. Natürlich gibt es auch sehr viele, die noch nie einen Partner hatten, die jetzt im Alter sich vielleicht nach etwas Zuneigung sehnen. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch Ehen, wo die Partner sich auseinanderdividieren. Ja, wo man die Gemeinsamkeit, die man früher hatte, dieses Miteinander irgendetwas machen, sich im Laufe der Jahre im Alltag verloren hat. Ja, wo der Mann, sag ich jetzt mal, vielleicht lieber mit einer Flasche Bier auf dem Sofa sitzt und Sportschau guckt oder Fußball-Länderspiele, was auch immer, und die Frau sich dann einsam fühlt, weil sie an dem Sport vielleicht kein Interesse hat. Oder ein Mann, der in der zweiten Reihe steht jetzt, weil ein Kind gekommen ist. Ja, oder das zweite Kind gekommen ist, und seine Frau sich dann mehr mit den Kindern beschäftigt als mit dem Partner. Und wenn die Kinder dann endlich im Bett sind und der Ehemann möchte mal etwas zärtliche Zuwendung, ist die Mutter, sag ich jetzt mal, meistens so kaputt von dem Alltag, dass sie dann sagt, ach du, ich kann nicht mehr, ich bin müde oder ich habe Kopfschmerzen oder sonst irgendwas. Also das sind alles Gründe, die dazu führen, dass man wirklich auf Betrüger reinfällt. Weil Betrüger sind geschult. Ja, das kennst du ja auch aus deiner Geschichte. Betrüger sind geschult, die haben wahnsinnig feine Antennen. Ja, das fängt zum Beispiel damit an, dass eine Frau oder ein Mann angeschrieben wird, hallo, guten Tag, wie geht's? Und dann wird gewartet. Und wenn die Person dann zurückschreibt, oh ja, hallo, guten Tag, ja, mir geht's gut, ist ja nett, dass du schreibst, dann wird von Anfang an Stück für Stück ein Verhältnis aufgebaut. Ja, ein
eine Fernbeziehung. Und der Betrüger in der Regel lässt sich Zeit. Ja, der fragt sein Opfer aus. Meistens ist es dann so, ich weiß, ich spreche aus Erfahrung, einige Mitglieder haben mir ihre Geschichte erzählt, dass dann nach 2, 3 Wochen gezielte Fragen kommen, so zum Beispiel, ja, du hast ja gesagt, du bist verheiratet, aber wir checken ja jetzt, hat dein Mann oder hat deine Frau nichts dagegen? Und dann ist die Person, die chattet, schon so weit drin, dass sie sagt, nee, du, wir verstehen uns ja auch nicht mehr so gut und jeder macht so sein eigenes Ding. Und das sind genau diese Punkte, wo Betrüger wirklich einen Haken hintermachen und sagen, ja, also ich brauche ja keine Rücksicht nehmen, weil die Ehe läuft ja nicht mehr so, also ziehe ich die Person, mit der ich gerade chatte, mal schön auf meine Seite. Ich beobachte das immer wieder, dass ganz viele ältere Personen, die ihren Partner verloren haben durch eine Erkrankung, ja, durch einen Todesfall, ja, erstmal in ein tiefes Loch fallen. So, und dann kommt irgendwann plötzlich eine Anfrage, wie ich schon sagte, ich habe dein Bild gesehen, du hast so ein schönes Lächeln, du gefällst mir gut, ich würde dich gerne näher kennenlernen. Und mal ganz ehrlich, wer in einer solchen Situation würde dann nicht auf den Zug aufspringen? Ja, und würde sagen, oh, ich habe wieder jemanden, mit dem ich schreiben kann, der sich um mich kümmert. Ja, ich bin nicht mehr allein. Und das ist eben halt das Gefährliche. Na, und es kann nicht funktionieren. Man muss sich immer vor Augen nehmen, es kann nicht funktionieren, wenn man schreibt, wenn man nur schreibt. Ja, und wenn die Person dann sagt, ja, ich weiß nicht, nach 3 Wochen, nach 1 Monat, nach 2 Monaten, du, wir haben uns zwar noch nicht gesehen, aber ich habe mich so in dich verliebt und kannst du dir vorstellen, mit mir eine Beziehung zu haben, muss man wirklich sich in sich selber gehen und sagen, der hat 2 Bilder von mir, noch nie angerufen, der hat noch nie einen Videochat mit mir gemacht. Ja, der weiß gar nicht, wie ich wirklich bin. Ich habe dem 2 meiner schönsten Fotos geschickt. Das gilt sowohl für einen Mann als auch für eine Frau natürlich. Na, und wenn ich ein Foto verschicke, nehme ich auch nicht eins, wo ich gerade aus dem Bett komme, ne, und verschlafen aussehe. Das ist ganz klar, das leuchtet ein. Und da sollte sich jeder, ob es ein Mann oder eine Frau ist, jeder drüber im Klaren sein, der hat 2 Bilder von mir, ist so in mich verliebt und will mit mir eine Beziehung eingehen und hat eigentlich ja nur die Informationen, die er von mir bekommen hat, die ich ihm erzählt habe und kann dann schon ohne mich nicht mehr leben. Das funktioniert nicht, das kann nicht funktionieren. Na, und ich kann immer nur wieder warnen und eindringlich darauf hinweisen, dass wenn ein Mann oder eine Frau mit jemandem chattet, der Geld verlangt, ob es ein kleiner Betrag ist von 100 Euro oder ein Betrag von 1000 Euro oder oft zu 80% ist es ja noch weitaus mehr, was verlangt wird, dann muss wirklich die rote Lampe angehen. Warum soll eine Person, die in mich verliebt ist und mit mir eine Zukunft aufbauen will, sich Geld von mir leihen, wenn sie es ernst meint? Also da würde ich erwarten,
dass der ein Geldproblem erstmal vertuscht, um nicht schlecht dazustehen. Und wenn es dann wirklich so ist, dass es ein echtes Geldproblem ist, würde ich doch denken, dass mein zukünftiger neuer Partner oder Partnerin erstmal alle Hebel in Bewegung setzt und zur Bank geht und versucht, einen Kredit aufzunehmen, um mich, die geliebte Frau in diesem Part, nicht zu belästigen. Man kann vorbeugen. Man kann vorbeugen, indem man einfach, auch wenn man noch so einsam ist, auch wenn man in einer Ehe noch so unverstanden ist, man kann vorbeugen, indem man solche Anfragen gar nicht erst annimmt und beantwortet. Ja, weil ich gehe nochmal auf die Ehepaare ein, die in ihrer Beziehung nicht mehr so gefestigt sind wie am Anfang. Ich kenne auch Männer, die sehr, sehr viel Geld bezahlt haben. Und es sind also nicht nur die Frauen. Bei den Männern ist es meistens das Problem, dass die es einfach nicht sagen. Ja, entweder schämen sie sich zu Tode oder sagen, wenn ich jetzt erzähle, ich bin auf eine Frau reingefallen, verliere ich meine Männlichkeit. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Und das ist eigentlich schade, weil auch gerade die Männer, die betrogen wurden und das nicht öffentlich machen wollen, sollten das eigentlich öffentlich machen, damit es mehr Anzeigen gibt. Ja, damit auch die kleinste Polizeibehörde endlich aufwacht und weiß, was diese Art von Betrug ist. Weil ich sehe immer wieder, wenn ich Betrügereien aufdecke und das zur Anzeige bringe, dann sehe ich ganz, ganz oft, dass ich dem Polizisten, bei dem ich diese Anzeige wegen Betruges im Internet dann erstatten will, dem muss ich erstmal eine halbe Stunde erklären, worum es überhaupt geht. Ja, und das kann es nicht sein. Also wir brauchen einfach mehr geschultes Personal in den Polizeirevieren, die auch so sensibel sind, dass zum Beispiel, wenn ein Betrugsopfer, ein weibliches Betrugsopfer zur Polizei geht, um Anzeige zu erstatten, denn Erstattung einer Anzeige ist ja die Voraussetzung dafür, vielleicht auf Kulanz einen Teil des verlorenen Geldes von der Hausbank erstattet zu bekommen oder von dem Geldinstitut erstattet zu bekommen, wenn man nachweisen kann mit einer Anzeige, hier, ich bin betrogen worden. Ja, und also ich würde mir wünschen, wenn es mehr Präsenz geben würde, auch in den einzelnen Polizeirevieren oder Polizeistationen, dass da auch Beamte sind, die so sensibel sind und sagen, ich habe da jetzt eine Frau, die ist betrogen worden, die ist natürlich doppelt betrogen. Ja, es ist ja nicht nur das Finanzielle, es sind ja auch die Gefühle. Ja, die angeschlagene Psyche, dann auf einmal, oh, ich habe geglaubt, ich habe vertraut und ja, jetzt ist alles auf Null. Die ganzen Wochen, Monate, die lieben Worte, die Zuneigung, die ich bekommen habe, sei es über nette Nachrichten, guten Morgen, mein Schatz, ich liebe dich, hab einen schönen Tag oder ein Gedicht oder von mir aus auch einen fotografierten Rosenstrauß, der dann mal eben geschickt wird als Nachricht, das ist auf einmal alles weg. Ja, weil die meisten Betrüger, wenn die das Ziel erreicht haben, worum es ihnen geht, nämlich möglichst schnell viel Geld abzugreifen,
die melden sich nicht mehr. Ja, die Person wacht morgens auf, macht den Computer an oder guckt aufs Handy, da ist keine Nachricht mehr. Sie will eine Nachricht schicken, der Anschluss, den gibt es nicht mehr. Ja, die Nummer und auf WhatsApp oder wo auch immer oder die E-Mail-Adresse auf Hangout ist auf einmal nicht mehr vergeben. Ja, und dann ist natürlich wirklich, also meine eindringliche Bitte an alle Polizisten, die uns vielleicht mal zufällig zugucken, der das passiert ist, dann seid bitte so sensibel und holt eine weibliche Beamtin. Lacht da nicht drüber, denn es ist nicht lustig. Macht euch nicht drüber lustig, ja, wie konnten sie nur, haben sie es nicht gemerkt? Wenn das Opfer das gemerkt hätte, hätte es kein Geld geschickt. Ja, alle diese Sprüche oder dieses, naja, das weiß man doch, dass es Internetbetrug gibt. Ja, das kann man sich sparen, weil das schüttet immer noch Öl ins Feuer. Und ich denke, wenn da ein bisschen mehr Sensibilität ist bei den Behörden, wo man letztendlich ja hingehen muss, um eine Anzeige zu erstatten, denke ich auch, dass es mit Sicherheit auch mehr Männer geben wird, die dann sagen, jo, ich bin betrogen worden. Ich lasse mir das nicht gefallen, ich mache eine Anzeige, vielleicht habe ich doch die Chance, dass die Person gefasst wird. Na, und dann können wir alle, die es dann wissen und auch die Opfer dazu beitragen, dass der Betrug im Internet nicht weiter ausartet, wie es ist. Das stimmt, der artet im Moment wirklich aus. Ne? Es wird ja schlimmer statt besser. Und ich habe letztes Jahr gedacht, es würde besser werden. Ich hatte dir ja auch erzählt, dass ich auf einer Fortbildung war und die Frau, die hatte also mit Hilfe von einer anderen Dame, also praktisch jetzt einen Menschen kennengelernt, sie hat gesagt, ich muss mich sichtbar machen, sonst weiß ja keiner, dass ich einen Partner suche. Und die ist dann auf eine Dating-Plattform gegangen, also ich nenne den Namen jetzt nicht, die war aber früher ein bisschen verrufen. Dann habe ich schon gedacht, oh nein, wieso ausgerechnet diese? Aber ist ja egal, wo man drauf geht im Endeffekt. Und schon nach einer Woche, gut, dass man auf Wolke 7 schwebt, kann ich verstehen. Ich habe sie mir angesehen, habe gesagt, habe ich so auch ausgesehen und so gestrahlt. Ne? Also ich habe das sozusagen gespiegelt bekommen, was ich vor, waren das 4 Jahre oder so, erlebt habe. Und dann erzählte sie, ach, das ist so toll. Und er ist Franzose. Da fing aber die kam jetzt auch zufällig aus Frankreich, war jetzt die Übertragung. Aber da Frankreich, da klingelten schon meine Glocken. Und dann, ja, und das ist genau das, was ich mir erträumt habe. Der Mann, der sieht so toll aus, der mit seinem Boot und dem kleinen Kind daneben. Genau ein erfolgreicher Geschäftsmann, genau das wollte ich haben. Ja. Ich hörte ja vorher Tinder, Franzose. Dann die Bildbeschreibung, also schon, oh, jetzt habe ich es gesagt, aber auf jeden Fall diese Plattform plus Franzose, habe ich gedacht, ja. Nee, Mädchen, das kann jetzt nicht wahr sein. Sie strahlt über alles, habe ich gedacht, toll, hat schon richtige Leistung verbracht. Dann sagte sie, und das Tolle ist, er spricht sogar Deutsch. Gedacht, ja, noch besser. Und dann kam, also wirklich eine Woche kannte die den, ja, wir werden zusammenziehen. Und dann habe ich gedacht, die toppt sogar mich noch und ich habe also, das war jetzt ja meine Warnung, dahin geschrieben. Mehr konnte ich ja nicht und ich hoffe, dass die jetzt gehört haben. Aber bei mir sind alle Alarmglocken losgegangen, weil ich nur dachte, nein, nicht schon wieder. Weil du weißt ja auch, nachdem mir das passiert ist, bei mir waren das von Mitte November 2017 bis Ostern 2018. Und dann habe ich ja noch ein ganzes Jahr, über ein Jahr, meinen Betrüger mehr oder weniger regelmäßig geschrieben oder auch mit ihm telefoniert. Wir haben von Anfang an ja telefoniert. Aber in diesem letzten Dreivierteljahr habe ich nur Freundschaftsanfragen angenommen von Betrügern und mit denen geschrieben und habe die studiert und geschaut, was sie machen, wie die arbeiten und so weiter.
bis zu dem Tag X. Kennst du den Tag X, als alle meine Betrüger verschwanden, meine halben Storys weg waren? Da seid ihr dann auf mein Profil gestoßen, habt erstmal mein Profil gereinigt. So, aber ich sag jetzt mal, wie man sich danach fühlt, weil du kennst das ja vom Erzählen. Also ich war tot. Ich war jahrelang tot. Und ich bin auch bis heute, es sind ja dann schon, sag mal, Ostern 2018 bis heute, ist ja schon eine gewisse Zeit. Da ist noch immer dieses Misstrauen gegenüber Menschen. Oder auch wenn ich diese Freundschaftsanfragen bekomme, die sind ja manche, also wenn ich die nicht persönlich kenne, sind die wochenlang da drauf und ich gucke erstmal, gibt es die noch? Wenn die von alleine verschwinden, dann weiß ich, okay. Aber man ist so tot, man steht nur noch auf, da ich ja Familie habe, bin ich immer nur aufgestanden und habe nur noch Familie versorgt, habe meine Arbeit gemacht, habe viel vergessen, ich habe also nur noch funktioniert. Also man funktioniert im Endeffekt so. Das ist so, als wenn irgendetwas in einem stirbt, aber richtig abstirbt. Ne? Und dann wird man wach. Dann kommen die Mahnungen, dann kommt so alles rein. Oh ja, stimmt. Oh ja, dann geht man auf sein Bankkonto. Weiß gar nicht mehr im ersten Moment, wie man das handeln soll. Und dann redet man mit den Leuten und dann sagen die, oh ja, alles klar. Was können wir machen? Was können sie zahlen? Und dann zahlt man alles Schrittchen für Schrittchen ab, aber man muss dann auch mit den Leuten reden. Na, also es war ja nicht viel, was ich jetzt abzahlen musste, aber ich habe meine Altersvorsorge sozusagen verspielt. Ne? Also meine Altersvorsorge und die ich dann anlegen wollte jetzt nochmal. Und dann wäre ich also auf einem grünen Zweig und ich arbeite mich gerade wieder dahin. Das kann ich jetzt mal so freundlich sagen. Und dann versucht man wieder sein Leben aufzubauen. Man weiß gar nicht mehr, das ist so, als wenn entweder ein Sandberg auf einen geschüttet worden ist oder der ganze Inhalt vom Haus oder von der Wohnung auf einen rauffällt. Man weiß gar nicht mehr, wo geht man hin, was will ich überhaupt. Und das Allerschlimmste, was wirklich ist, und das haben auch viele Menschen zu spüren bekommen, das ist einfach, was du auch sagtest, der Verlust des Vertrauens in die Menschen und in die Menschheit. Also in jeden einzelnen Menschen, nicht nur den, den man im Internet kennenlernt, über irgendeine Plattform, sondern auch die Menschen, die man neu kennenlernt vis-à-vis. Man traut keinem, man vertraut keinem mehr. Und das ist für mich persönlich das Allerschlimmste. Ja, absolut. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Dass man nicht mehr offen auf Menschen zugehen kann, weil man im Hinterkopf dann immer hat, ist das auch ein Betrüger? Ist das auch jemand, der eigentlich nur mein Geld will? Ist das auch jemand, der zu mir guten Tag, meine Liebe, sagt und der Satz vielleicht gelogen ist? Also ich habe das nie am eigenen Leib erfahren. Aber ich habe wahnsinnig viele Betroffene aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Einkommensschichten. Und ich habe mir die Geschichten angehört und ich leide mit jeder Geschichte mit. Ja, und ich kann es manchmal wirklich dann emotional für mich auch nicht ertragen. Ich muss dann auch wirklich erstmal eine Pause machen, weil ich fühle mich dann ohnmächtig. Ich kann ja immer nur das Gleiche sagen, was ich wirklich schon seit Jahren immer wieder betone und kann nur versuchen, aufzurichten, da zu sein, es mir anzuhören, immer und immer wieder. Ich kenne zum Beispiel Betroffene, die waren. Kannst du das nochmal wiederholen? Der Ton war weg. Ich kenne zum Beispiel Betroffene, die in psychiatrischer Behandlung waren. Das kann ich mir vorstellen, ja. Die wirklich die Tablettenschachtel neben dem Bett hatten und gesagt haben, ich kann nicht mehr.
Ja, ich kriege das nicht aus meinem Kopf. Und wo auch dann für mich der Punkt gekommen ist, wo ich dann sage, du kannst mich Tag und Nacht anrufen. Ja, wir können stundenlang reden. Ich bin für dich da. Aber wenn ich sowas merke, dann kann ich die Person einfach nur an die Hand nehmen, also übers Handy an die Hand nehmen und zu sagen, ich möchte jetzt, dass du morgen in der Stadt, wo du gerade bist oder in dem Land, wo du lebst, ins Branchenbuch guckst, dir Telefonnummern raussuchst von Psychologen, Therapeuten oder Krankenhäusern, wo du ambulant hingehen kannst, dass du erstmal jemanden hast, den du sehen kannst und dem du wirklich, der ja Schweigepflicht hat, genauso wie ich für mich auch eine Schweigepflicht habe. Ja, ich würde nie öffentlich Geschichten über Mitglieder erzählen und dann vielleicht noch Namen dazu oder so. Also ich betrachte mich auch schon als Vertrauensperson und deshalb habe auch ich eine gewisse Schweigepflicht, denke ich. Aber es ist wirklich so, dass ganz, ganz viele Betroffene, die ich kenne, teilweise jahrelang in Behandlung gewesen sind. Das Schlimme an diesem Betrug, natürlich ist es ganz schlimm, wenn man Geld verliert. Natürlich ist es wahnsinnig schlimm, wenn man sich verschuldet. Ja, ich habe Mitglieder bei mir, die haben einen zweiten Job angenommen, um ihre Schulden abzuzahlen. Na, du, so wie du sagst, du hast deine Altersvorsorge aufs Spiel gesetzt. Habe ich auch Betroffene bei mir in der Selbsthilfegruppe. Die haben es auch. Und die hätten jetzt zum Beispiel in Rente gehen können, was sie aber nicht können. Es ist ja weg. Ja? Die Altersvorsorge ist weg. Die würden in die Armutsgrenze abrutschen. Also was machen sie? Sie sind gezwungen, weiterzuarbeiten. Und das sind solche Schicksale, die kann man sich nicht vorstellen. Und wenn man dann vielleicht noch im Freundes- und Bekanntenkreis jemanden hat, der sagt, wie kannst du nur so blöd sein? Das hättest du merken müssen. Ja, das ist der falsche Weg. Definitiv der falsche Weg. In diesem Falle, wenn ein Betroffener oder eine Betroffene aufwacht und man wirklich ein guter Freund sein will, muss man ganz behutsam vorgehen. Dann darf man nicht noch Öl ins Feuer gießen und sagen, das hättest du mich gefragt, ich hätte es dir gleich sagen können. Ja, weil die Opfer sind auf einmal Mutterseelen allein. Das muss man sich vorstellen. Ja, der Betrüger hat das bekommen, was er wollte. Die Opfer sind auf einmal von einem auf den anderen Tag Mutterseelen allein. Es kommen keine Nachrichten mehr, es kommt kein Anruf mehr. In deinem Fall hast du ja oft telefoniert. Viele Betrüger können gar nicht telefonieren, weil die geben sich als US-Bürger aus, Engländer oder sonst irgendwas und als Militärangehörige oder Ärzte und sprechen teilweise so ein schlechtes Englisch, dass selbst ich, wenn ich mit denen telefoniere, um ja an die echte Person zu kommen, Schwierigkeiten habe, die zu verstehen. Na, also ganz, ganz viele Betrüger können nicht telefonieren, weil die sich verraten würden. Ja, das kann nicht dieser tolle Arzt mit der Motorjacht sein, der verwitwet ist oder geschieden. Seine angebliche Ehefrau hat ihn mit dem besten Freund betrogen und deshalb hat er das Sorgerecht fürs Kind. Ja, also sowas gibt es nicht. Und wenn der zum Beispiel mich anrufen würde, ja, dann würde ich mir die Stimme anhören und würde ich sagen, sag mal, entschuldige, du bist doch Afrikaner oder Inder oder was weiß ich oder sonst irgendwas und du sagst doch, du bist Franzose, ja, und
wo ist dein Akzent? Oder ne? Du schreibst mir auf Deutsch und jetzt sprichst du zum Beispiel nur Französisch. Du kannst gar kein Deutsch reden. Na, und mein Tipp wäre, wenn jemand eine Anfrage bekommt, immer erst zu sagen, ja, du, ich habe zwar Interesse, aber erstmal schickst du mir mal ein Bild und dann machen wir einen Videochat. Dann kann ich ja sehen, ist die Person auf dem Bild auch die Person, mit der ich chatte. Und wenn da eine Weigerung kommt, wenn da der am anderen Ende sagt, nee, du, ich kann kein Video, weil ich habe ein altes Telefon, da geht die Kamera nicht oder das ist verboten, dann sollte man sagen, du, vielen Dank, dass du mich angefragt hast, aber ich wünsche dir alles Gute. Denn ein Geschäftsmann, ja, mit einer Motorjacht, der hat kein altes Telefon. Na, das sind alles, und vor allen Dingen, was ich wichtig finde, nochmal zu sagen, viele Betroffene, auch wieder Männer oder Frauen, haben so diese Eigenart, die genießen alles, ja, die ganzen Chats, aber für sich allein. Ja, die gehen nicht mal zur besten Freundin oder zum besten Freund und sagen, du guck mal hier, die habe ich im Internet kennengelernt. Ja, es ist ein Phänomen, ich höre das auch immer wieder, warum das so ist. Also ich kann nur empfehlen, dass bei einer Anfrage nach einem Chat von 2 bis 3 Tagen, wo man dann merkt, ja, es entwickeln sich Gefühle, immer die beste Freundin, den besten Freund oder die Mutter oder Schwester oder wem auch immer man vertraut, mit einzubeziehen. Und zu sagen, du, ich habe hier jemanden kennengelernt, guck dir das mal an, lies dir mal den Chat durch. Ich hab mich in den verliebt, ich wollte dir das nur mal gesagt haben. Was hältst du davon? Was ist dein Eindruck? Na, und dann sollte man auch wirklich, wenn Freund, Mutter, Freundin, wer auch immer warnt, sollte man auch wirklich in sich gehen und nicht einfach abtun, die gönnt mir das nicht oder der ist sauer, weil ich habe jetzt eine tolle Freundin und der nicht. Man sollte trotzdem immer noch im Hinterkopf so ein Türchen offen halten und sagen, ist da was dran, was meine Freundin oder mein Freund gesagt hat? Soll ich vielleicht nochmal nachhaken? Soll ich meinem Gegenüber mal eine bestimmte Frage stellen, wenn er das nächste Mal mich anruft oder mir schreibt? Dann kann man auch schon sehen, etwas glänzt. Na, also ich kann nur eins sagen. Es ist leider so, dass es sehr, sehr viele einsame Menschen auf der Welt gibt. Es ist so, dass ganz, ganz viele Ehen nicht funktionieren. Ja, dass man sich zwar, dass man noch Gefühle hat, aber sich auseinandergelebt hat. Aber bevor man sich Hals über Kopf in ein Abenteuer stürzt, sollte man immer versuchen, jetzt im Falle einer nicht mehr so ganz glücklichen Ehe, versuchen, da das Gespräch zu suchen und sollte wirklich dann auch versuchen, ob man noch Gemeinsamkeiten hat und ob es die Sache wirklich wert ist, heimlich mit jemandem anders zu chatten. Weil die meisten Ehepaare, sowohl Mann als auch Frau, machen es heimlich. Und das trägt nicht dazu bei, dass man sich in einer Ehe wieder annähert. Und ich finde es dann auch immer furchtbar, wenn der Ehepartner oder die Ehepartnerin im Falle eines Betruges vor vollendete Tatsachen gestellt wird und sagt, du, eigentlich wollten wir uns ja nächstes Jahr ein neues Auto kaufen, aber ich habe da mit einem geschattet, bin auf den reingefallen und habe die 25.000 Euro, die wir fürs Auto gespart haben,
habe ich den mal eben nach über die Türkei, nach Nigeria oder sonst irgendwo hin überwiesen. Na, und ja, ich kann wirklich nur an jeden appellieren, auch an Alleinstehende. Im Moment ist es ja noch schwierig, wir haben ja immer noch Corona-Pandemie, aber die Zeiten werden besser. Und die Cafés öffnen wieder. Das Wetter ist auch nicht so schlecht. Und warum zieht man sich nicht einfach hübsch an oder macht sich die Haare schön als Frau oder nimmt eine Freundin mit und macht mal einen Einkaufsbummel, setzt sich ins Café. Wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht, dann sieht man so viele ältere Herren, ja, die auch irgendwo alleine sitzen und auch vielleicht nochmal auf eine späte Partnerin treffen, hoffen zu treffen. Und da hat man dann zum Beispiel über und kann bei einem Gespräch sich in die Augen gucken und kann anhand der Mimik oder der Gestik kann man sehen, ja, ist mir sympathisch oder nicht, oder das, was der mir gerade erzählt, stimmt das überhaupt? Na, da geht man auf jeden Fall erstmal auf Nummer sicher, weil dann kann man immer noch sagen, nach dem zweiten, dritten Treffen, ach du, wir können ja uns gerne einmal im Monat treffen, aber mehr ist auch nicht drin. Aber dann nimmt man nicht so einen emotionalen Schaden. Weil egal wie viel Geld man bezahlt hat, sag ich nochmal, ob es 100 Euro sind, 1000 Euro, 10.000, 100.000, und das sind Summen, von denen ich rede, die wirklich gezahlt wurden, das wissen wir. Der emotionale Schaden, ja, den du ja eben auch so eindrucksvoll beschrieben hast, dieses, ich war tot, ich habe nur noch funktioniert, weil ich funktionieren musste, das wiegt schwerer als jeden Euro, den man verloren hat. Ganz sicher. Auf jeden Fall, weil Geld ist ja nur ein Tauschmittel gegen irgendwas. Aber Gefühle, das ist schon was anderes. Ja. Ich möchte extra nochmal betonen, für alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die diese Folge sich angucken, man sollte sich keine Liebe und keine Zuwendung erkaufen müssen. Weil dann ist es keine echte Liebe und keine echte Zuneigung. Niemand muss Geld dafür bezahlen, um geliebt zu werden oder um selber lieben zu können. Du hattest am Anfang noch gesagt, du hast gedacht, es werden weniger, es werden immer mehr. Wir haben heute, glaube ich, den 3. November. Wir haben in 6 Wochen Weihnachten. Und auch Scammer feiern Weihnachten. Auch Scammer brauchen Geld für Geschenke. Für ihre Familien, für ihre Kinder. Auch wir bei uns auf den Gruppen beobachten ganz verstärkt, wie viele Fake-Profile wieder auftauchen. Vor allen Dingen ganz erschreckend mit Fotos von Personen, die im Netz gefunden werden, auf öffentlichen Profilen. Da werden einfach dann mal Fotos, Familienfotos, Kinderfotos, die werden einfach screengeshottet und in ihrem eigenen Fake-Profil so zusammengebastelt, dass da eine plausible Geschichte erscheint. Ja, alleinerziehender Vater von 2 Kindern. Ich habe zum Beispiel ganz viele Leute, die mich privat anschreiben und sagen, du, ich habe ein Profil gefunden, da ist ein Foto von meinen Kindern drauf. Ich weiß, was du sagen willst, das ist das, was du regelmäßig sagst, was ich auch zwischendurch immer mal schreibe. Ich bin ja nicht mehr so viel auf Facebook. Und wir sagen ja immer, man soll keine Kinderbilder reintun, keine Familienfotos. Es geht ja nicht nur darum, dass diese Bilder missbraucht werden. Das hatten wir ja schon mal eine Folge zu, von den Betrügern, die also jetzt rein nur auf Geldabzocke ab sind. Es sind ja auch süße, blonde, putzige Kinder mit blauen Augen. Die sind halt heiß begehrt, ne? Also ich habe auf meine Kinder, als sie klein waren, unwahrscheinlich aufgepasst.
weil die halt nicht nur süß waren, sondern auch damals noch blond und blauäugig, ne? Ja, Das also man sollte, wenn man Fotos posten möchte oder Urlaubsfotos, sollte man wirklich darauf achten, dass sein Profil geschlossen ist, dass das auf privat ist und dass wirklich nur die Freunde, die echten Freunde, die Familienangehörigen, mit denen man auf sozialen Netzwerken in Kontakt ist, dass die das sehen können. Ja, niemals solche Fotos auf öffentlichen Profilen posten. Wir finden wirklich täglich Hunderte, Hunderte von Fake-Profilen, wo wirklich der Vater auf einer Liege am Meer, ja, in einer Badehose mit einer Bierbuddel in der Hand. Ja, das Foto wird etwas verschönert, dann wird da nach Möglichkeiten englisch klingender, amerikanisch klingender, französisch klingender Name erfunden und dann wird das Foto benutzt, um ganz, ganz viele Frauen anzuschreiben und ja, und schon ist man in dieser Schleife, ja. Genau, und diese Bilder, also du sagst ja, also man kann öffentlich posten, wenn man Bilder postet, dann kann man auch noch auf privat posten und dann gibt es die Möglichkeit auch, dass man auf einem Reiter geht und sagt, der und der darf die Bilder nicht sehen, dann sagt man gibt man die Namen ein oder man kann genau auch umgekehrt sagen, nur XY darf die Bilder sehen. Also muss man genau überlegen, wo das hingeht. Also ich mache ja nur noch Sachen, die in der Regel öffentlich gehen. Ganz einfach, weil ich ja ganz selten nur noch ein Bild von mir poste und ansonsten irgendwas. Ja, also da muss man auch bei den Einstellungen aufpassen, die man Es macht. gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass man seine Fotos, wenn man sie denn öffentlich posten möchte, kennzeichnet. Ja, Stimmt. dass man zum Beispiel kann man sich ein Programm runterladen, App runterladen, wo man dann quer auf den Fotos ein Wasserzeichen, sichtbares Wasserzeichen oder irgendwie eine Schrift oder irgendwie ein bestimmtes Wort und dass man das dann so auf dieses Foto bringt, dass ein Betrüger dieses Foto gar nicht verwenden kann, weil er diese Schrift gar nicht wegkriegt. Ja, und das dann eigentlich jedem auffallen würde, ja, der heißt Denzel Washington und da steht aber Klaus Schulze auf dem Foto. Da stimmt irgendwas nicht. Na, auch das ist eine gute Möglichkeit, wenn man dann wirklich seine Fotos unbedingt öffentlich posten muss, dafür zu sorgen, dass sie nicht von Betrügern und anderen Personen einfach benutzt und missbraucht werden können. Genau, daran habe ich gar nicht gedacht. Das hat Bernd eine ganze Zeit gemacht, ne? Da stand dann quer sein Name drüber. Aber er muss Ja. es ja, weil es ja auch sein Beruf ist. Ja. Na, das ist ja das Problem. Es gibt ja ganz, ganz viele Influencer. Ja. Auf sozialen Netzwerken. Die gibt es zum Beispiel zu Hunderttausenden auf Instagram. Ja, die ihr Geld damit verdienen, ein bisschen Reklame zu machen, sich in Pose zu stellen. Wir sehen Tausende, Tausende von Fake-Profilen täglich. Nicht im Jahr oder in der Woche oder im Monat, sondern täglich. Und da sind wir zum Beispiel so, dass wir diese Influencer dann anschreiben und sagen, also wir finden hier Fake-Profile mit deinen Fotos. Bitte kennzeichne deine Fotos. Mit irgendwas. Schreib den Namen des Veranstalters da rein, für den du Reklame machst oder schreib Abkürzungen von deinem Namen da rein, quer
Leute können euch trotzdem noch sehen, die können eure Fotos trotzdem noch liken, die können die Produkte auch noch sehen, aber sie können eure Fotos nicht mehr verwenden. Und ganz, ganz viele sind uns dankbar, dass wir sie darauf aufmerksam machen. Ne? Aber einigen ist es auch egal. Und dann haben wir natürlich wieder diesen nie endenden Kreislauf, weiter zu warnen und aufzuwecken und hoffen, dass wir mehr Prävention haben, damit wirklich, und das ja nicht nur in Deutschland, wir arbeiten ja dran, ne? Wie du ja schon gesagt hast, ich hatte ja letzte Woche das Fernsehen hier, wir arbeiten dran und das wird auch wieder eine sehr spannende Sache werden. Es gibt noch eine andere Anfrage für zwei andere Sender, was auch spannend wird und wo auch wahnsinnig viel Informationen reingepackt werden. So Gott will, werden wir beide mal wieder zusammen an der in der Öffentlichkeit stehen, was mich sehr freut. Oh ja. Und ja, und sonst können wir wirklich nur versuchen, durch unseren Kanal hier so viel Aufklärung zu betreiben, dass wirklich jeder und auch unsere Arbeit, die wir hier machen, zu würdigen weiß. Und selbst wenn er selber nicht betroffen ist, aber vielleicht von einer Nachbarin auf einmal gehört hat, die hat sich ein neues Kleid gekauft, die strahlt und einfach dann mal nicht weggucken, sondern hingehen und sagen, hallo Frau Meier-Müller-Schulze, ich beobachte in letzter Zeit, Sie sind so aufgeweckt, Sie strahlen so, Ihr Gang ist ganz anders, ist irgendwas und vielleicht ist dann so viel Vertrauen gegeben, dass die Nachbarin dann sagt, ja, ich habe mich verliebt, ich habe einen im Internet kennengelernt. Und dass man dann nicht sagt, oh, um Gottes Willen, machen Sie sowas nicht, sondern einfühlsam rangehen, sich das erzählen lassen und wenn man dann sagt, nee, also das ist doch irgendwie eine aberwitzige Geschichte, auch als Nachbarin, die ja eigentlich nicht betroffen ist, einfach sich an dich wenden oder an mich wenden oder sich im Netz Aufklärungsgruppen sucht und da einfach mal fragt, ich habe jemanden, dem passiert gerade das und das und das. Ist das echt oder kann da was anderes hinterstecken? Und dann einfach auf die Signale, die dann kommen und auf die Kommentare zu hören. Und das versuchen der Nachbarin, Freundin, wie auch immer, dann vorsichtig und einfühlsam zu vermitteln. Ich habe noch eine Sache, die ich gerne loswerden möchte, weil wir ja auch an der Öffentlichkeit sind. Ich habe das eigentlich auch immer in jedem, in jeder Fernsehproduktion, wo ich mitgewirkt habe oder die Anfragen, betone ich das immer wieder. Ich bin kein Rassist. Ja, ich habe bekannte Freunde überall auf der ganzen Welt. Farbige Freunde in England, muslimische Freunde in der Türkei. Ich verstehe mich mit allen gut, weil ich jeden respektiere. Sei es die Hautfarbe, sei es die Kultur. Ich sage es deshalb, weil es ja leider so ist, dass 95% der Internetbetrüger aus afrikanischen Ländern kommen. Ja, und wir ja bemüht sind, diese zu verfolgen und dafür zu sorgen. Stopp, kannst du nochmal wiederholen, aber wir ja bemüht sind, dann kam dir bei der Ton weg. Was wir bemüht sind? Ja, hast du gesagt, dass... Ach so. Ja, ja und wir sind dass eben halt diese Betrüger aufgedeckt werden und dass wir alles dafür tun, dass wir das an zuständige Behörden melden, damit diese Betrüger eben halt
dahin kommen, wohin sie gehören, ins Gefängnis.